Willkommen zu unserem Experten-Talk mit Professor Hermann Simon, Chairman von Simon Koch & Partners Strategy and Marketing Consultants. Herzlich willkommen bei uns. Sie schreiben und sprechen oft über Globalia. Was genau meinen Sie mit diesem Begriff? Globalia nenne ich die globalisierte Welt der Zukunft. Globalia hat sehr viele positive Entwicklungen und Chancen, gerade für deutsche Unternehmen, aber es hält auch einige Überraschungen bereit. Wir lesen ständig, dass China, Europa und die USA in einigen Jahren überholen wird. Wie sehen Sie das? Das ist eine völlig falsche Sicht. Sie beruht darauf, dass die Leute nur auf die Wachstumsraten starren, aber nicht die Ausgangsbasis betrachten, die ja genauso wichtig ist. Die USA werden in Globalia auf lange Zeit die Nummer eins bleiben, dicht gefolgt von der Europäischen Union. Und China kommt als Dritter zu diesem Club hinzu. Alle anderen Länder liegen weit zurück. Das gilt für Brasilien, Indien, Russland, weil die Ausgangsbasis so niedrig ist. Welche Länder sind denn besonders erfolgreich in Globalia? Wenn man eine längerfristige Betrachtung vornimmt und einmal den Export als Indikator nimmt, dann sind China, Deutschland und USA die mit Abstand erfolgreichsten Länder. Alle anderen folgen weit dahinter. Sie vergleichen hier jetzt Länder ganz unterschiedlicher Größe miteinander. Wäre es nicht sinnvoller, die Pro-Kopf-Exporte zu betrachten? Das ist ein guter Vorschlag. Wenn man die Pro-Kopf-Exporte betrachtet, dann ist Deutschland ein extremer Ausreißer. Die deutschen Pro-Kopf-Exporte wieder über 10 Jahre sind doppelt oder mehr als doppelt so hoch wie die aller anderen Länder. Also Deutschland ist in der Welt einmalig unter den großen Ländern. Warum ist Deutschland denn so erfolgreich beim Export? Es gibt zwei Bündel von Ursachen. Das eine sind unsere Fähigkeiten. Wir sind sehr innovativ. Wir haben eine starke Produktionsbasis und sind dank Agenda 2010 auch bei den Kosten wettbewerbsfähig. Ich darf das mal illustrieren am Beispiel der Patente zum Thema Innovation. Bei europäischen Patenten liegen wir doppelt so hoch wie Frankreich, 4-mal so hoch wie Italien, 5-mal so hoch wie Großbritannien. Wir sind also ein extrem innovatives Land. Das wissen die Leute nicht, aber das macht unsere Führerschaft im Export aus. Innovation ist ja nur ein Element. Ich vermute, es gibt noch einen weiteren Grund oder mehrere Gründe für Deutschlands Stärke. Ja, der zweite Grund liegt in unserem Mittelstand. Der Mittelstand, insbesondere die Hidden Champions, also die wenig bekannten mittelständischen Weltmarktführer, sind die Speerspitze unseres Erfolges. Und von diesen Firmen haben wir ungefähr die Hälfte in der ganzen Welt. Das ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und dem Rest der Welt, die Stärke unseres Mittelstandes. Und das ist die Hauptursache für unsere Exporterfolge. Herr Professor Simon, vielen Dank für diesen Einblick in Globalia, globalisierte Welt der Zukunft. Danke Ihnen.